Staats-WM, auch das gibt es. Und dieses Match mit einem gut aufgelegten Dimitri Gorbunov in exakt 25 Sekunden live. Und gleich aufs nächste Match hingewiesen, Mike Keuvenhoven gegen Matthew Edgar, unser drittes Spiel an diesem Nachmittag. Robby, was für ein Walk-on von Dimitri Gorbunov. Ja, der feiert sich hier schön ab, freut sich anscheinend sehr, dass er bei der WM dabei ist. Nothing's gonna stop me now, sagt er. Mal sehen, ob John Lowe was dagegen hat. Jason Lowe mit 48 Jahren zum ersten Mal bei der WM und er mit 43 zum ersten Mal dabei. Hat beim EADC Qualifier im Oktober sein WM-Debüt klar gemacht. Gorbunov mit einem 3:1 Sieg gegen Roman Obuchov. Aber eins können wir sagen, Jason Lowe ist ein sehr harter Gegner für Gorbunov. Da muss er sich, glaube ich, sehr, sehr lang machen, um hier eine Chance zu haben. Das ist ein unglaublich guter Spieler. Gorbunov beerbt so ein bisschen Boris Koltsov, den wir ja wirklich so regelmäßig im Eli Pelli immer gesehen haben. Wahrscheinlich der beste russische Spieler zurzeit oder in den letzten Jahren zumindest. Auch ein super Typ. Jason Lowe über die Qualifying School 2020 wieder auf den Zirkus zurückgekehrt. 2018 über die Challenge Tour in zwei Halbfinals wieder zurückgespielt, nachdem er fast ein Jahrzehnt nicht mehr mit dabei war. Also der hat vorher schon viel zu tun gehabt mit den Darts. Ah, jetzt mal eine schöne Aufnahme von Gorbunov. Triple 19, jetzt muss er über die Triple 18. Guckt kurz wahrscheinlich auf den Score von Gorbunov. Weiß, er hat noch Zeit, 20 zum Stellen. Bisher ein entspanntes Leck für Jason Lowe. Tops für Low. Jason Low. Seit 1991 spielt er Darts. Macht hier das erste Leck. Dann bei der BDO 2014. Dann bei der PDC eingestiegen. So, und natürlich heißt es auch heute, Darts spielen von und mit Raymond van Barneveld. Das könnt ihr mit der Akademie auf Sport 1. Klickt euch rein, akademie.sport1.de. Und Raymond van Barneveld gibt euch ein bisschen Tipps, wie ihr vielleicht euer Spiel auf ein neues Level bringen könnt. 123. Ja, und Gorbunov muss sein Spiel ein bisschen auf ein anderes Level bringen. Bisher noch nicht das, was er sich vorstellt. 100. Jason Lowe hat ein gutes 100. Jahr gespielt. Sein Gesamtaverage über das Jahr 94,4. Also der kann richtig fette Darts spielen, Robby. Ja, der fällt eben nicht auf durch seine ruhige Art, durch alles eigentlich. Man sieht auch, der ist ja auch nicht zugepflastert mit Sponsorenlogos oder so. Der ist relativ relaxed. Der hat das Ganze auch so ein bisschen, mehr oder weniger angefangen, einfach mal probieren.
Tourcard geholt und jetzt läuft es ganz gut. Steht hier bei der PDC-Weltmeisterschaft und hat einen machbaren Gegner. Und Jason Lowe hatte mal ein unfassbares Match bei den UK Open gegen Michael van Gerwen, wo er kurz vor den letzten 32 stand. Da war er 5-0 hinten gegen Michael van Gerwen, drehte das Ganze, führte plötzlich 9-8, um dann im Entscheidungsleg doch noch zu verlieren. Spricht für die Qualität von Jason Lowe, der meines Wissens nach auch nicht verwandt oder verschwägert ist mit dem berühmten John Lowe. Zumindest wäre mir nichts bekannt. Ah, der war mal gut hier von Gorbunov. ...20 für Tops. Für Jason Lowe. Zum Break. Nee, lässt er liegen. Und Gorbunov vielleicht mit seinem ersten Leg. Welchen Weg geht der? Das weiß ich jetzt noch nicht. 18 wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ja, für Doppel 16. Lässt liegen. Wieder Tops für Jason Lowe. Letzter Dart auf die Doppel 10. Doppel 8. Oh, Goldilocks, die falsche Doppel getroffen. Das ist die 11. Und damit bastelt er das. So, und dann das zweite Leg an Jason Lowe mit dem Break. Er konnte wahrscheinlich sein Glück kaum glauben. Trifft genau das gleiche Loch hier in der Doppel 10, was schon drin war. Dimitri, ja, sag es. Nee, du. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, weil wir es vor ein paar Tagen drüber hatten, über die Niederländer, die ja den Vorteil haben, dass sie sehr nah beieinander sind und da viel trainieren können zusammen. Und Russland ist ja ein Riesenland, wirklich von der Fläche, glaube ich, das größte Land der Welt. Oder ist es Kanada? Ja, ich will jetzt da nichts Falsches sagen. Russland ist Russland, Robby, bist du richtig. Und wie schwierig es da ist, so eine Liga oder so eine, ja, solche Turniere zu veranstalten. Ich weiß, dass sich das meiste in Moskau und St. Petersburg abspielt, aber trotzdem, das ist schon, wer weiß, was da irgendwie noch in den Tiefen Russlands für Talente schlummern und vielleicht nie rauskommen, weil sie eben, ja, zu weit weg sind von der Action. Schon begeistert. Dimitri Gorbunov, ja, in Novoralsk ist er zu Hause. Und das Sensationellste ist nicht nur sein Walk-on, Robby. Wir blicken auch auf seinen Bart, der nach oben weggezwirbelt ist. Auch das hat natürlich Style. Dennoch nennt er sich zum Beispiel nicht der Zar, was zum Beispiel ein ganz cooler Nickname für ihn wäre, auch aufgrund des Bartes, sondern er heißt als Russe, als Nickname Uncle Sam. Ja, da musst du auch erstmal drauf kommen. Das stimmt, das wird sicher auch eine Bedeutung haben. Vielleicht ja seine Liebe zum Rock'n'Roll, die wir gehört haben beim Walk-On. Vielleicht haben ihn da die Freunde gesagt, du bist der Uncle Sam. Aber das hören nur die Amis vielleicht. Kann ich mir vorstellen. So, 200 Rest noch für Lowe. Bei eigenem Anwurf nicht im Finish-Bereich. Das könnte so eine kleine Break-Chance geben für Gorbunov. Geht über die 20. Eine Triple 20 für Doppel 18. 41. Und Lowe die Chance zum Satzgewinn. Gorbunov. 18 Tops. Guckt nochmal. Alles aus und damit kommt Lowe zurück zum 3-0 und zum Satzgewinn.
Oh, das ist das 3:0 in den Legs und das 1:0 in den Sätzen. Jason Lowe gewinnt hier den ersten gegen Dimitri Gorbunov. Back at the Alley Pally, zweiter Spiel, Tag 6 in der Nachmittagssession. Jason Lowe führt 1:0 gegen Dimitri Gorbunov aus Russland. Beide zum ersten Mal bei dieser WM mit dabei. Dimitri Gorbunov, ja, der hat auch schon bei russischen Turnieren ein Average um 59 gespielt. Dafür ist er gut dabei mit dem 78er Average bis hierhin. Jason Lowe spielt 83,5 im ersten Satz. Der spielt noch gar nicht so lange richtig, Dimitri Gorbunov. 2015 in seiner Heimat den lokalen Novoralsk Darts Cup gespielt. Unter 4 Teilnehmern wurde er Dritter. Hat dann aber richtig angefangen zu trainieren, den Spaß gefunden und holte sich dann ein Jahr später schon die Ural Darts League. 24. Da sieht man mal, wie schnell das gehen kann, wenn man entsprechend mit dem Ehrgeiz und dem Willen rangeht an die Darts, dann kann man hier sehr erfolgreich sein. Aber Talent scheint er zu haben. Er hatte auch seine Momente in dem ersten Set. Er hätte 2 Legs mindestens gewinnen können. Hat da Lowe so ein bisschen das Set vor die Füße geworfen. Das muss man schon so sagen, leider. Aber mal sehen, vielleicht nutzt er jetzt mal die ein oder andere Chance. Lowe ist nicht ganz auf dem Level, auf dem ich ihn erwartet hätte. Vom Average her tut sich auch schwer. Ist aber nicht so, dass er gar nicht mitkommt, Gorbunov. Er hatte 4 Darts aufs Doppel. Ja, das meine ich, ja. Da war was drin. 79. Und da vielleicht auch der ein oder andere wird es gemerkt haben, Gorbunov spielt mit einem Schaft, der eine andere Farbe hat als die anderen zwei. Wir haben das schon ein paar Mal gesehen bei anderen Spielern. Da kam immer wieder die Frage, warum machen das die Spieler? Ehrlich gesagt, die Frage kann ich nicht beantworten. Jeder hat da eine andere Intention. Welche Bedeutung das hat für die Spieler selber, weiß ich nicht. Aber er wirft sie auch nicht in einer besonderen Reihenfolge. Einfachste Erklärung wäre vielleicht, dass im Practice Room einer kaputt gegangen ist und er hatte die Farbe nicht mehr vorrätig. Also normal werden die Spieler ja schon ordentlich ausgerüstet, auch von ihren Ausrüstern vor so einer WM-Robby. Da hast du alles dabei, gerade jetzt, wo es eben in die Bubble hineingeht. Da musst du ein paar Packen dabei haben. Böse Zungen behaupten ja auch, dass in Peter Wrights Koffern mehr Verkleidungen und mehr Darts-Equipment ist, als er Unterhosen mit dabei hat bei so einem Darts-Turnier, Robby. Ja. Aber auch solche Spieler, für die das eben nicht normal ist, die vielleicht auch ohne Ausrüster anreisen, ist es tatsächlich möglich, dass du halt nicht alles vorrätig ohne Ende dabei hast. Ja, das stimmt. Schauen wir uns mal kurz an, ob Gorbunov hier die 100 rauskriegt, wieder 2 Darts auf Doppel verpasst. Schade, wirklich sehr schade. Nee, aber man sollte, also spätestens wenn man bei der WM dabei ist, sollte man schauen, dass man sein Zubehör und Ersatzteile alles zusammen hat. Das ist wichtig. Erstes Leg wieder für Jason Lowe. Man sieht es auch immer wieder schön, wenn die Spieler auf die Bühne kommen. Die haben da hinten ihren Tisch. Jeder hat sein Täschchen, das macht er auf. Da ist dann normalerweise alles drin, was kaputt gehen könnte während des Spiels. Deswegen immer schauen, dass man da gut ausgerüstet ist und das Zeug, also das Zubehörzeug, das kostet jetzt auch nicht die Welt. Da kann man ruhig mal ein bisschen mehr kaufen. Und ihr habt es gesehen, unten eben durchgelaufen in der Sport 1 App. Da findet ihr natürlich alle News, alle Hintergründe und viele, viele Geschichten zu dieser Darts WM. Jason Lowe, auch oldschool, ohne Darts Jersey, sondern mit einem Funktionspolo. Auch da sieht man bei vielen Spielern viele Sponsoren, bei anderen Spielern, die eben nicht so bekannt sind, noch weniger Sponsoren. Jason Lowe, 164.
Ja, den zweiten reingekriegt in die Triple 20, kriegt keinen hinterher. 64 Rest, sieht gut aus für das zweite Leck im zweiten Set. Gorbunov läuft noch unter ferner Liefen. Da muss jetzt hier wirklich mal einen Gang hochschalten. 28. Das New Guard 64. Aber auch das Doppel 20 jetzt für Low, Doppel 10. Weiternehmen. Auch so ein Typ wie Gorbunov, den kriegst du ja sonst nicht zu Gesicht, finde ich. Und das finde ich auch das Tolle an der PDC-WM. Immer wieder neue Gesichter, immer wieder interessante Typen. Da freut man sich auch jedes Mal auf die Darts-WM tatsächlich. Wer ist wieder dabei oder wer ist tatsächlich neu? Wer hinterlässt eine Marke? Ja. Und das ist das zweite Leg für Jason Low. Ja, das ist so ein bisschen Schongang hier, in dem Jason Low hier durchgeht. Der wird hier nicht gefordert. Zumindest nicht in allen Legs. Immer wieder Highlights bei dieser WM auch an den ersten Tagen. Wer es noch nicht gesehen hat, der Walk-on von Dmitri Gorbunov, der hatte es in sich. Wir versuchen das natürlich gleich auf sport1.de nochmal zu stellen, denn da findet ihr alle Highlights und alle Kuriositäten bei dieser WM. So ein neuer Dancing Dimitri, einen haben wir ja schon, Robby. Ja. Ja, auch wieder eine schöne Einstellung von seiner Wurf-Action. Sieht sehr stabil aus, sehr ordentlich. Bei Jason Low ist das hier die komplette Ruhe. Das sieht man auch, hat man es auch mal schön gesehen. Den ersten konzentriert er sich schön und die nächsten zwei kommen dann ein bisschen schneller hinterher. Das heißt, er braucht einmal diesen Rhythmus und dann geht es direkt weiter. Ah, schöne Aufnahme hier von Gorbunov, 140. Muss jetzt hier wirklich wieder bangen, sein Leck zu verlieren. Ah, Low kriegt sich in den Finish-Bereich. Leg für Gorbunov, Robby. Das wäre. Man gönnt das jedem auf dieser Bühne. Oh, anstatt der Triple 20 die Single 1 bei Low. 77. We require 170. Hat er es gut? Vielleicht jetzt auf Bull oder Triple 18? Ah, schade. So, Low fürs zweite Set. 25. Kleines grünes Kreischen um das Bullseye rum. Jetzt wieder Tops. So, Tops. Er lässt auch viel aufhören. Ja. Aus auf die Doppel. Für Gorbunov heißt jetzt runter auf die Triple 19. Ja, Doppel 16. Gut. Wieder zwei Darts. Komm mal einen da rein. Oh, nee, sogar nur die 7. Bitter, wirklich bitter. Immer wieder die Chancen. 0 von 8 aufs Doppel. Dmitri Gorbunov. Ein bisschen besser, Jason Low. Aber auch das sind jetzt schon 15 am Doppel vorbei bei ihm. Der 16. am Doppel vorbei. 25. So umgestellt. Zwei auf Doppel 8, Gorbunov. Einen auf Doppel 4. No score. Wieder Goldilocks zum zweiten Mal in diesem Match. Oh, Dmitri Gorbunov. Wirklich Chancen gehabt. Immer wieder und immer wieder. Aber der will einfach nicht rein. Doppel 2, Jason Low. Three. Und man fragt sich weiter, ist er schon drin? 25. Nein.
ist er noch nicht. Wieder Doppel-8. Ja, nochmal zurücknehmen, nochmal neu fokussieren. Er macht es! Dimitri Gorbunov beendet dieses Leg und holt sich sein erstes bei der Darts-WM. Na also! 26 Darts waren das jetzt. Das siehst du sehr selten bei der WM. Wer jetzt wissen will, Jason Lowe sieht zwar sehr entspannt aus, aber ich kann mir vorstellen, dass er jetzt so in sich denkt, Jason, bitte, reiß dich zusammen, das ist ein machbarer Gegner, den musst du normalerweise hier schnell von der Bühne kriegen, spiel deine Darts, treff deine Doppel und gut ist. Und gefühlt hat Michael van Gerwen gestern mit 26 Darts einen ganzen Satz gespielt. Ja. Kim Heibrechts hatte gestern einen mit 38 Darts. 11, 12, 15. Ja. Das war auch nicht so übel. 16. Immerhin verhindert Gorbunov den Whitewash. Auch ja. Den haben wir schon zweimal gesehen. Also 0-9 Legs raus hier in der ersten Runde. 64. Gab's für Kaupai Puha und für Di Shuang. Ah, nochmal schön Druck gemacht hier auf Lowe's Leg. Und ganz ehrlich, wenn Gorbunov hier irgendwie noch einen Break schaffen sollte, dann wirft er das nächste an. 9. So, was geht da? 9 für Doppel-16. Wieder daneben. Triple 14. 20 für Tops. Diesmal nur ein Dart. Fast der Ausgleich hier im Satz von Gorbunov. So, und Cheslo macht das hier, führt mit 2-0 in den Sätzen gegen Dimitri Gorbunov. Martin Klärmarker wegen eines positiven Covid-Tests aus dem Turnier rausgenommen. Und wir werden nach dieser Partie hier gleich mal zu Jana Woznica schalten, denn die hat sich mit Martin Schindler unterhalten, wie das denn genauso ist bzw. war mit diesen Nachrückersachen. Denn Josh Payne sollte eigentlich nachrücken, hatte auch einen negativen Covid-Test, hatte aber Kontakt zu einer positiv getesteten Person und deswegen freilos für Cameron Carolison aus Südafrika heute in der Abendsession. Ja, und ich glaube, ich will jetzt das Thema nicht zu hoch bauschen, aber so ein bisschen, ich bin davon ausgegangen, dass die PDC da vielleicht den ein oder anderen Reservisten schon bereitstehen hat im Hotel. In die Bubble hinein, das hätte auch tatsächlich Sinn gemacht, wenn man das so überdenkt. Da braucht man eigentlich gar nicht überdenken, aber... Nee, also da hätte man einfach sagen sollen, halt euch bereit, wir holen euch, übernehmen die Kosten für alle Fälle, zahlen euch irgendwelche Ausfälle, sonst irgendwie, ich glaube, dass... Bei 4 oder 5 Reservisten wären da sicher 2, 3 dabei gewesen, die gesagt hätten, ja, ich halte mich bereit im Hotel für den Fall. Weil wir haben jetzt wirklich eine ganz komische Situation. Ein Freilos bei der WM, das ist natürlich ein starkes Stück. Vor allem, Robbie, es ging sowieso nur um die erste Runde. Also das wäre zeitlich auch begrenzt gewesen, weil man gesagt hat, diese Nachrücker nur für die erste Runde, danach macht es keinen Sinn mehr. Ja, genau. Das Sportliche natürlich... Ja, danach hätte es wirklich keinen Sinn mehr gemacht, aber wir haben hier wirklich noch die Zeiten. Wir haben ja auch eine Quarantäne Gary Anderson auch überbrücken können. Das heißt, der hatte Kontakt, spielt jetzt erst am 23. Das waren ja alles so Dinge. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten hätte man dieses Ding auch noch mal ein bisschen mit einberechnen sollen. Aber man steckt eben nicht drin. Und die PDC hat viel Arbeit reingesteckt in diese WM, schätze ich mal. Aber es fehlt halt immer so ein bisschen dann was. Aber... Es ist eine komische Situation auf jeden Fall. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was Martin Schindler dabei Jana nachher im Interview gleich sagen wird. Sofort hier nach diesem Spiel von Lowe gegen Gorbunov.
94. Jason Uruguay 95. Dmitri Gorbunov spielt hier ein Average von 75, vergibt unglaublich viel auf die Doppel, aber er macht ihn das ein bisschen besser, Jason Lowe nicht viel besser, aber er holt sich hier das nächste Leg zum 1:0 gleich im dritten Satz. Auch der hat schon 19 Darts aufs Doppel vergeben. Ja, und das ist die Geschichte von Darts. Irgendwie hast du die schönsten Doppel, Doppel 20, Doppel 10, Doppel 16, wie auch immer, vor der Nase. Die triffst du alle nicht. Also deine Standarddoppel, die du auch trainierst ein bisschen und immer wieder hast. Dann hast du ein Dart auf, oder zwei Darts auf die Doppel 19, triffst sofort ein ungewöhnliches Doppel. Tja, das ist irgendwie typisch wieder. Typisch Darts. Gorbunov immer noch weit unter 80 im Schnitt. Das ist wirklich... Ja. Im ersten Satz hat er 78 gespielt, im zweiten Satz 72, auch weil er da eben dann so viel auf die Doppel vergeben hat. Aber auch Jason Lowe, 78er Average im zweiten Satz und ihn dennoch gewonnen. 60. Sieger dieser Partie trifft dann übrigens in Runde 2 auf Michael Smith. So wie die beiden spielen, ist es egal, wer weiterkommt. Die werden nicht viel Land sehen gegen Michael Smith. Also nicht mit der Leistung. Also Michael Smith, der wird sich wahrscheinlich ein bisschen totlachen, wenn dann einer 78 oder 76 gegen ihn spielt. Das wird dann ein schnelles Spiel werden. Aber wenn Jason Lowe hier gewinnt, dann kann ich dir aber auch versprechen, dass das ein anderes Spiel wird gegen Michael Smith. Der kann bessere Averages spielen, definitiv. Boah, schönes Finish hier plötzlich. Gorbunov zum 1-1, ein High Finish von 141. Wo kommt denn das her? Aus dem Handgelenk. Und die 180, das ist die erste in diesem Match. Jason Lowe. Jetzt geben die zwei aber schön Gas hier plötzlich. Oder es ist nur ein Strohfeuer. Und auch das gehört immer wieder dazu, zuerst Rundenspielen bei der WM. Denn wenn wir ehrlich sind, wir wollen diese Spieler ja auch sehen. Du willst immer neue Gesichter haben. Ja. Und ein Gorbunov zeigt ja auch hier, dass er eine Type ist. 100. Ja, wieder eine Triple. Bleibt mit dem dran. Letzten Dart. 40 Punkte, aber Lowe steht auf dem Finish, muss er noch nicht machen. Kann er den drauflegen? Nee, jetzt muss er wahrscheinlich wechseln, oder? Ja. 90. Stellt sich 71, gute Ausgangsposition für ihn. Das sieht er zumindest gnadenlos durch, Jason Lowe. Die Doppel sind heute nicht sein Freund. Achtung, Doppel 18 wieder. Wieder. Nächstes High Finish. Nach der 141 die 116 und Dmitri Gorbunov mit einem Break. Und ich glaube, ich habe den hier ein bisschen zu tief geredet, den Gorbunov. Der kann schon hier richtig gut Darts spielen. Die Doppel 18 hat ihn jetzt zweimal das Leck geholt und vorher verpasst er irgendwie alles auf Doppel. 60.
Dmitri Gorbunov. Habe ich mich getäuscht in dir? Es wird dieses Spiel noch zeigen. Ja, das wird es definitiv noch zeigen. Und er steigert auch sein Average auf knapp 80 jetzt. Da geht jetzt wirklich der Zeiger nach oben. Das waren auch gerade 15 Darts. Das ist ein wirklich klasse Leck gewesen. 60. Vielleicht sehen wir echt noch ein richtiges Spiel hier. Wer weiß. Also wenn du Jason Lowe fragst, der hat jetzt nicht so Lust. Lust hat er keine, das ist schon klar. Der will hier 77. So schnell wie möglich beenden. Aber seine Darts haben im Moment auch relativ wenig Lust, die richtigen Zahlen und Felder zu treffen. Ja. Guter letzter Dart in die Triple 19. Jetzt sind sie wieder da, beziehungsweise dort, wo sie hingehören. Wohin geht's für Jason Lowe auf die 100? Zwei Dart Finish. Gorbunov, auch das ja, wieder der dritte Dart in der Triple. Low, Chance zum Break. 97 jetzt. Triple 19 für Doppel 20. Nee. Heißt, Gorbunov wird wieder die Chance kriegen. Auch wenn es eine kleine Chance ist, könnte ein Bullseye-Finish geben. 20, Triple 20, Bullseye. Nee, jetzt ist fertig. Geht nichts mehr. Da bleiben 102 stehen. Ja, 28er Aufnahme. 24 zum Break, Doppel 12, 3 Darts. So, das passt zum 2:2 in diesem dritten Satz. Und Jason Lowe wirft an zum Match. Ah, die letzte Aufnahme, die tut weh bei Gorbunov. Und kann man auch nicht so wirklich verstehen, bei 105 da oben anzuspielen weiter, Robby, eigentlich. Spielst du ja über die 19 dann. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil ich was geguckt habe. Wenn mal du 105 stehen hast, wie Gorbunov eben, als er in die Triple 1 zielt, warum bleibt er oben? 180! Seine erste, die nimmt er jetzt auch noch mit auf der Bühne des Ali Pally. Du willst eben in dem Moment einfach Score haben, runterkommen, das ist wahrscheinlich die Intention. Natürlich willst du da eine andere Zahl vielleicht im Normalfall, aber du willst jetzt einfach mal runterkommen. Vor allem ein bisschen Eindruck machen auf den Gegner, dass du nochmal einen Triple getroffen hast, eine große. Deswegen vielleicht hier der Wurf von Gorbunov oben geblieben. Jeder Spieler denkt anders beim Runterspielen. Jeder hat eine andere Taktik. Es ist immer wieder sehr interessant zu verfolgen. Auch vorher bei Telnikes, die 70 über Triple 14, Doppel 14. Ja. Auch das ein ganz seltenes Ding, warum er das macht. Das sind Erfahrungen aus dem Training, aus anderen Wettkämpfen, die er da einfließen lässt und sagt, das hat gut funktioniert. Gestern Danny Baggish, Triple 16, Doppel 14, bei 76 Rest. Alles so Dinge, die ich selber auch oft nicht verstehe, aber auch verstehe, dass die Spieler gute Erfahrungen damit gemacht haben und das ins Match mit rübernehmen wollen. Vor allem in so wichtigen Matches. So, 126. Je länger das Spiel dauert, man hat das Gefühl, der könnte echt noch kommen. Bullseye für Set. Oh! Er spielt immer besser. Ja. Chance für Lowe, dieses Match zu beenden. Triple 20. Oh, der ist weit weg. Was spielt er jetzt? Ja, wollte die Triple 20 anspielen für Doppel 10. So, Gorbunov. Doch für den Satz. 2 auf Doppel 8.
Er holt tatsächlich hier seinen Satz, Dmitri Gorbunov. Gegen die Darts. Ja, der macht Spaß. Und es ist alles wieder in der Reihe. Das heißt, er beginnt jetzt dieses Set, bringt er seine Anwürfe durch, steht es 2-2. Man hat ja immer so ein Herz für den Außenseiter tatsächlich auch. Ja, natürlich. Ein bisschen. Und das ist natürlich ein Spieler, den du eigentlich nie irgendwo siehst. Ja. Umso mehr Spaß macht das natürlich, wenn der seine Zeit im Early Pally auch genießen kann auf dieser Bühne. Andererseits muss man auch dazu sagen, so groß der Spaß hier für Gorbunov ist, nicht jeder gönnt ihm das und jeder feiert das natürlich mit. Für diese Spieler aus der Pro-Tour ist das der harte Alltag. Das ist das tägliche Brot. Die sind Profispieler, die meisten, die müssen hier Geld verdienen, ihre Familien ernähren. Für die ist es natürlich nicht so lustig, mehr oder weniger, dann ja, nur so ein bisschen so einen Showgegner zu haben. Also ich übertrieben jetzt gesagt, das war jetzt falsch ausgedrückt, aber die kämpfen hier wirklich um alles. Und das ist natürlich auch die andere Seite der Medaille. Das heißt auch, dass man nicht immer einverstanden ist damit, wenn jetzt mal zum Beispiel einen Gegner hat, der wirklich hier nur ist, um seinen Spaß zu haben, sich da oben auf der Bühne austobt, während du selber hier wirklich volle Konzentration schiebst, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also wie gesagt, da gibt es dann immer zwei Seiten. Die Kontroverse wird die WM auch nicht loslassen. Nee, niemals. Dann das schon und so dennoch, man kann sich seine eigene Meinung bilden. Wir sind eigentlich der Meinung, das ist gut so, dass da so viele Spieler wie möglich und so viele unterschiedliche Spieler wie möglich einmal im Jahr die Möglichkeit haben, da mitzuspielen. Ja. Es macht den Reiz dieser WM. Es macht den Reiz besondere dieser WM. Wie gesagt, wir haben schon lange darüber diskutiert, auch einen Diogo Portella, den einfach hier quasi zu nominieren als südafrikanischen Vertreter. Gili Dwala. Das mit dem Nominieren ist wieder was anderes. Ja, das ist eine schwierige Situation. Aber das gab natürlich diese Zeit her. Ja. Weil es halt vielleicht auch nicht anders ging, einen Qualifier zu spielen. Das stimmt, ja. Aber du hast ja eben, wie gesagt, aus deutscher Sicht jetzt auch einen Martin Schindler da sitzen, der so knapp alles verpasst hat. Tourcard, WM-Quali hin, her und dann muss der dazu gucken, wie mehr oder weniger ja, die Plätze hier abgeschenkt werden. Martin Schindler, den werden wir gleich hören, denn Jana Wosnitzer hat sich heute mit ihm ob des Vorfalls um Martin Klärmarker natürlich ganz schnell zusammengeschaltet und unterhalten. Das Interview gleich hier nach diesem Match, das aber vielleicht noch eine Weile dauern könnte. Trifft regelmäßig jetzt die Triple Gorbunov. Ja, guter letzter Dart hier von Lowe. Also gesagt, Boris Koltsov ist eigentlich der Russe, den man immer bei der PDC-WM jedes Jahr zu sehen bekommt. Natürlich Anastasia Dobromyslova dürfen wir nicht vergessen. Auch für Russland bei der WM jetzt schon zweimal dabei gewesen. Roman Konchikov und Alexander Reshkin sind so Namen, die man... Chesnut. Ja. Reshkin war auch sehr, sehr beliebter Spieler. Immer wieder gesehen hat hier im Early Pally. Aber Koltsov, wie gesagt, schwieriges Jahr, hat während des World Cup of Darts seinen Vater verloren oder kurz davor, hat trotzdem noch gespielt, für ihn gespielt. War eine ganz, ganz schwere Situation für ihn. Hut ab, dass man da noch irgendwie ein bisschen Professionalität bewahren kann. 60. Jesse Newbois, 110. 10. Triple 18. Nee. Es sieht gut aus für Lowe in diesem Leck, aber er hat immer wieder die Fehler gemacht. Und wir wissen, wenn es aufs Finish hingeht, dann fängt das Zittern an bei Jason Lowe. Ja.
20 Darts sind schon erledigt. Ja. 125, ja. Damit klopft ihm so ein bisschen auf die Schulter. Doppel 2 auf Tops. So, und der Pass zum 1:1, Jason Lowe. Und der Hinweis für euch, die Darts der Stars. Kippt das mal ein, sucht euch aus, auf was ihr Lust habt, was euch gefällt, was euch gut in der Hand liegt. Online und im Dartshop-Fachhandel bekommt ihr alles, was ihr braucht, um mit den Darts anzufangen oder auch euer Spiel weiterzuentwickeln. 83. 60. Eine Erfahrung, die dir auf jeden Fall kein Mensch mehr nehmen kann. Einmal bei der WM im Early Pally auf dieser Bühne zu stehen. Auch eine Bühne, die es in sich hat. Die Länge, die Größe, diese Monumentalität tatsächlich, die diese Bühne hat. Wir sehen das immer wieder schön aus den Kameraschüssen beim Walk-On. Ja, alles sehr beeindruckend. Jetzt auch nochmal. Ah, schade. Ja. Ja, man hatte auch, glaube ich, vorletztes Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, also als die Zuschauer noch zugelassen waren, die super Idee, so ein bisschen die Bühne zu drehen, das heißt, das Ganze quer zu nehmen, die Halle, dass die Zuschauer noch näher sind, noch breiter hinter den Spielern, das hat dann noch mehr Eindruck auch gemacht, war dann plötzlich auch noch lauter. Das fand ich auch gut überlegt und gut durchdacht. Die PDC ist ständig dabei, Verbesserungen einfließen zu lassen. Eine Location, die nur in wenigen Jahren zum Kult wurde. Der Alexandra Palace liegt im Londoner Stadtteil Haringey von 1865 bis 1873 gebaut worden. Seit Dezember 2007 findet die Darts-WM hier erst statt. Die sogenannte West Hall, die hier knapp 3.300 Zuschauern Platz bietet, so sagt man. 60. Jason, you require 40. Yeah, on third leg, Jason Lowe. Drittes Leg an Jason Lowe. Game. Wieder das Break und wieder wirft er an zum Match. Hatten wir auch schon im dritten Satz. 60. Insgesamt verkauft er sich mittlerweile echt gut hier, Dimitri Gorbunov. Wenn auch, du sagst das weiterhin, Jason Lowe weit, weit unter seinem Normalniveau spielt. Ja. Du hattest es gesagt, auf der Tour ein deutlich über 90 Average im Schnitt. Also da gibt es auch dann Ausschläge bis weit über 100 bei ihm teilweise in Spielen. Aber jetzt scheint er so ein bisschen gefestigt in diesem vierten Satz zu sein. Aber Gorbunov hat keine Lust, die Heimreise anzutreten. Der kämpft. Die zweite, Jason Lowe. Sixty. 81, Gorbunov jetzt mit einer 140, wäre er gut dabei. Und mit der 100,
Auf 101 Rest. Jason Low. Ein Triple. Bekommt er aber das Falsche. Die Triple 20 hätte das sein müssen. So stellt er sich hier 28 Rest. Zum Match. 101 für Gorbunov. Letzte Chance. Triple 19 wird es nicht. Nee. Triple 10 jetzt. Er stellt sich nochmal gut auf Doppel 16, aber 3 Matchstarts für Jason Low. Zwei. Drei Matchstarts vorbei am Ziel. Das waren seine Doppel 22, 23 und 24 vorbei am Doppel. Und Gorbunov bleibt im Spiel. Er ist noch da. Er ist noch im Eddie Pelli. Und wirft an zum Satzausgleich. Drei Matchstarts vergeben, Jason Low. Ah, das siehst du auch selten. Can Jason Low. You believe it? Jason Low schüttelt den Kopf. Das hast du selten mal eine Reaktion von diesem Mann. 60. So, 177. Aber gut, die 140 nach jetzt von Gorbunov, der gibt nicht auf. Er kämpft. Noch eine 140 jetzt von Low. Er gibt alles für dieses Leg, für diesen Sieg. Und er will nicht weg aus dem Alley Pally, Gorbunov. Triple 18. Oh, der bleibt oben drauf. Oben drauf, ja. Hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Was macht Gorbunov? Das ist sein Leg eigentlich. Er sollte als erster im Finish-Bereich stehen. Steht auf 106. Low, Triple 20. Doppel 12 zum Match. Wieder zwei Match-Starts. Das war der vierte. Der fünfte. Und er macht es dann doch. Jason Low geht durch gegen Dmitri Gorbunov. Der hier erstmal mit seinem Walk-On beeindruckt und dann Kämpferqualitäten zeigt und seine Zeit im Alley Pally richtig genossen hat. Ganz kurze Pause, ihr habt die Möglichkeit auf 100.000 Euro.